Three. Test, test, test. Ja, Werbung auf meinem eigenen Kanal, sieht schön aus. Wir haben Samstag, 1. Dezember 2018, 11.11 Uhr, Windows 7 Internetzeit. Wir starten ein kleines Social Eating. Und da ich ein paar Minuten warten möchte, bis die ersten Zuschauer eingetrudelt sind, falls überhaupt Zuschauer eintrudeln so früh, früh, ich erlege erst mal den Chat auf dem Fernseher, damit ich da hingucken kann, alles lesen. Test. Genau. Test, test, test. Kamera ist noch ein bisschen zuckelig, aber die fängt sich. Kriegt ihr noch Saft und vor allen Dingen, wenn sie lang läuft. Vor allen Dingen, wenn sie lang läuft, ist das. Vor allen Dingen, wenn sie lang läuft, kriegt sie meistens genug Strom, dass sie nicht mehr ruckt. Okay. Wir übertragen den Sound der Cam. Jetzt mache ich die Cam noch für einen Moment aus. Zack. Und dann sieht man das. Und dann bin ich in einer Sekunde wieder da. Was sieht man? Jetzt sieht man das. Ich lasse das Mikro offen. Ja, 7 Days habe ich auch schon vorbereitet für nachher. Da gibt es 7 Days. Und in ein paar Sekunden gibt es Social Eating. Genau. Wenn ich mal das Essen geholt habe. Das dauert eine Minute und man hat genug Zeit, noch Leute kommen zu lassen. In einer Minute geht's los. Dann sieht man mich essen. Freue mich. Schon bin ich wieder da. Kann ich gleich was Geniales präsentieren? Moment, ich muss noch meinen Löffel holen. Löffel muss ich auch noch holen. So, Leute. Jetzt mache ich die Kamera wieder ein. Und. Hallo? Das ist der Gag des Jahrtausends. Die Leute lieben Social Eating, live-soziales Essen. Im Stream sind aber nie um diese frühe Uhrzeit da. Damit schlagen sich selber ins Bein. Aber das macht nichts, deswegen zeichne ich das dann sehr auf. Und das kann man dann nachträglich mindestens in meinem Dings-Kanal gucken. Also tue ich jetzt einfach so, als wären Leute da, weil die sich das nachträglich angucken, werden sowieso angesprochen sich fühlen. Heute habe ich was richtig Geniales vorbereitet. Ich stelle gerade fest, es ist ein Müh dunkel und ich habe jetzt nicht mehr die Möglichkeit, dich zu machen. Oder doch? Moment. Da muss ich wieder die Kamera ausmachen. Ne, das war der falsche Knopf. Hier macht mein Kamera aus. Ich habe hier noch ein Notlicht.
Ich rankomme. Damit strahle ich mich jetzt mal genau in die Fresse. Und kämen wir da an. Ja, jetzt sieht man mich. Ich habe was richtig Geiles. Basic Bio-Apfelmark von MyTime. Kaufen Sie jetzt nur 1,50 Euro das Glas. War nicht teuer. Bio-Apfelmark esse ich jetzt. Moment, wo haben wir's? Wir haben kein Apfelbirnenmark, kein Apfelbananenmark und kein Apfelmangomark, wobei ich letzteres mir lieber bekotzen würde, als statt es zu essen. Haben sie alles nicht, aber sie haben Standard-Apfelmark und das sogar in Bio-Qualität und dafür bin ich MyTime dann doch dankbar. Von der Markenfirma Basic. Basic. Biogenuss für alle. 50 Kalorien auf 100 Gramm. Ich bin aktuell auf Diät. Das dürfte für den manch einen interessant sein. Auch für meinen Zweitkanal. Ich werde das Minimum auf meinen Zweitkanal verlinken. Da gibt es nämlich eine Playlist, die heißt Er isst. Oh. Da esse ich den Leuten auch mal was Gesundes vor. Ich merke sofort an der Konsistenz. Dieses Apfelmark ist ein bisschen cremiger. Während das Apfelbirnenmark, was ich sonst immer verspeise, oder das Apfelbananenmark, ist ja wirklich grobkörnig, grobflockig, kann ich nicht sagen, aber nicht ganz so sämig, weich ist. Etwas strukturierter. Das hier ist relativ weiche Creme-Konsistenz. Jetzt ist meine Kamera schon wieder abgestürzt. Moment. Das ist der Vorteil, dass ich alle 11 Sekunden nachgucke. Mal auf Geräte Standard umschwalben schenken. Es kann natürlich sein, dass jetzt sogar alles abstürzt. Ach komm, jetzt geht's wieder. Hat sie doch nicht nur Strom bekommen. Okay. Für den Fall, dass man es nicht gesehen hat. Halt ich's noch. Das Universum heißt nicht. Kamera schon wieder abgestürzt. Ja, ne? Logitech. Typisch Logitech HD-Kameras. Ich nehme jetzt mal dieses Format. Das ist cool, dafür kann man sogar einen Chat sehen. Genau. Auch nicht. Okay, ich nehme jetzt mal dieses Format, weil das am flüssigsten läuft. Für den Fall, dass es vorhin nicht richtig rüberkam. Das hier ist Bio-Apfelmark von der Firma Basic. Kann man bestellen bei MyTime. Für nur 1,50 Euro das Glas. Normalerweise soll sowas 1 Euro kosten oder 1,20 Euro und nicht 1,50 Euro. So. Eine unfassbar cremigen Konsistenz. Ach, Zahlgeilste. Habe ich auch mitgebracht zum Zeigen. Ist keine Klopapierrolle. Ist eine Papprolle, die um das Glas drumherum war. Da machen sie Klebeband drunter. Und so machen die das Verschicken. Das legen die dann in einen Karton hinein, wo noch solche dicken Luftpapppolster, die einmalig sind, die ich zuvor noch nie gesehen habe, dicke Luftpapppolster dazwischen, die man schlangenförmig über alles drumherum schlängeln kann, damit das nicht kaputt geht. Also doppelt und dreifach geschützt. Und hier ist auch nochmal ein kleiner Schutz. Das ist alle Gläser, die kleinen Gläser in zusätzlicher Pappe. Die großen nicht, die großen Gläser sind, wie soll ich sagen, ach, jetzt habe ich eine Schuh trinken, verdammt. Die großen Gläser sind, die legen sie nur so rein oder machen sie in einen Karton rein, was ein Gittermuster hat, was wie ein Getränkekasten ist, bloß aus Pappe. Stellen sie manchmal Flaschen rein oder sie legen sie rein und nehmen nur das Schlängelpapier. Aber diese kleinen Gläser hatten noch das drumherum, damit auch ja nicht kaputt geht. Dennoch kommt immer eine Miracoli-Packung verknittert an, wenn man bei MyTime bestellt. Oder, ich wollte MyTime-Video drehen, mache ich jetzt gleich eins raus. Oder eine Dose hat meine Beule oder eine Tafel Schokolade ist gebrochen. Das heißt, die geben sich schon sehr viel Mühe, sind aber wahrscheinlich unter Zeitdruck die Einpacker, damit sie es nicht absolut perfekt machen kann, da geht immer was zu Bruch. Oder trotz der perfekten Mühe einfach nur aus Last des Gewichtes, hi Ufo Jackie,
einfach nur aus Last des Gewichtes, was die Gegenstände selber mit sich bringen, kommt das am meisten manchmal verknittert an oder mit Abrieb. Das Salz hatte eine Ecke, da wurde Pappe abgebrochen, meine Miracoli verpacken war zerknittert und meine rote Dose Bohnen, und ich hasse Dosenverpackung, habe nur mal eine bestellt, von Bonduelle hatte eine Beule. Aber so insgesamt kommt das Essen doch heil an, und ich hatte noch nie Glasbruch, wenn man bei Mai Tai bestellt. Bio-Apfelmark von Basic. Ich nehme immer. Danke fürs Hosten. Miau. Wie geht's mir? Mir geht's blendend. Heute. Bisschen müde. Hab letzten 2 Tagen nur 6 Stunden geschlafen, aber dafür geht's mir blendend. Cremiger Bio-Apfelmark von Basic. Kaufen Sie jetzt. Ach, jetzt ist die Kamera wieder stehen. Ich hasse diese Kamera. Ich hasse diese Kamera. Ich hasse diese Kamera. Vielleicht sollte ich zu einer komplett anderen Firma gehen. Oder meine Microsoft-Kamera oben dran schnallen. Guten Hunger, danke. Aber es wird ein kurzes Stell dich ein, wenn ich die Kamera jetzt nicht mehr zum Laufen kriege. Budum. Ich kann ja noch mal aufstehen und noch mal anderes Slot wählen, aber da passiert halt meistens oder manchmal, dass ich Bluescreen habe. Das heißt, wenn ich auf einmal weg sein sollte, dann hat ja alles Klatsch gemacht und ich habe Bluescreen. Ah, da bin ich wieder. Mal sehen, wie lange die Kamera diesmal hält. Eine HD-Webcam mit USB-Verlängerung zu betreiben. Selbst wenn es ein Repeater ist. Funktioniert nicht, ich habe auch keine andere Wahl. Habe gerade meinen Kaffee hinter mir. Jetzt spiele ich Ark. Viel Vergnügen. Und gucke dir zu. Dankeschön. Viel Vergnügen. Wünscht Ihnen Basic Apfelmark. Und dann mache ich das immer wie folgt jeden Früh. Da gebe ich dann immer mein Plantrizium Vitamin D3 Sonnenvitamin rein, 5 Tropfen, in mein Glas. Um doppelt und dreifach gesund zu werden, zu sein. Blapp, 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 blapp. Weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das waren jetzt 6 Tropfen. Und damit das besser vom Körper verarbeitet wird, noch mein Vitamin K2 Sonnenblumenöl von Dr. Jacobs. Die Parodie dazu werde ich auch noch mal einblenden. Was lachst du? Ich liebe Werbung-Parodien. Auch immer so 2, 3 Tropfen. Und dazu nehme ich dann noch eine Pille Vitamin C. Habe jetzt leider meine anderen Pillen nicht hier. Das ist nur C, 500 Milligramm. Ich nehme sonst immer C plus Zink plus E. Müsste ich jetzt auch nochmal aufstehen. Wobei, ich könnte nochmal aufstehen, da ich eben mir was zu trinken wollen muss. Was spielst du heute? Ich spiele gleich 7 Days. Wenn mein Frühstück fertig ist, mache ich eine 5-minütige Pause und dann fange ich mit 7 Days an. Ich mache nochmal ganz kurz meine Webcam aus und hole mir Tee. Tee und Vitamin C plus Zink plus E, sehr gesund übrigens. Das war ein geiles Geräusch, oder? Ui, was uist du? Und ich mache wieder ein. Kaufen Sie jetzt Vitamin C plus Zink plus E. Jetzt habe ich gleich wieder Standbild. Ich hasse diese Kamera. Erspart den Kaffee. Hi, Tinchen. Das erspart Kaffee. Das Zeug macht so wach. Och, Leute. Ich hasse diese Kamera. Oh Mist, mein Handy gleich leer. Ja. Oh Mist, meine Kamera gleich kaputt. Jetzt habe ich wieder Querformat. Ach, Leute. Jetzt. Habe ich auch. Ich weiß, Tintin.
Böse Cam, die Cam ist das Letzte, ja. Und ich habe gerade in meinen Bio-Apfelmark von der Markenfirma Basic Vitamin D3 und Vitamin K2 reingebanscht, was ich jetzt essen werde, nachdem ich mein hochgesundes Vitamin C plus Zink plus E reinpfeife, was wacher wacht als jeder Energy-Drink und jeder Kaffee, Cola, weiß ja gar, was ihr euch so reinpfeift. Vitamin C, es macht so wach, ihr habt ja keine Vorstellung. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe schon auf dich gewartet. Ja, ich habe doch angekündigt, ich mache heute ab 10 Uhr. Ich halte meine Versprechen und habe Punkt 11 Uhr gestartet. Oh ja, das kann ich bestätigen. Es macht wirklich wach, ja. Ein meiner Zuschauer, Mr. 1B, wie ich ihn kurz nenne, bei denen hat das fünf Dinge geheilt oder so. Weiß auch nicht mal, was es alles war. Müdigkeit, Kopfschmerzen, gequollene Beine oder Augen, keine Ahnung. Hat alles Mögliche bei denen geheilt. Vitamin C. Wenn ihr wüsstet, wie unterversorgt wir mit Vitaminen sind, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die Industrienahrung in dem Land, wenn man nicht jeden Tag oder diese Früchte, die es diesem Laden gibt und die. Guten Hunger, Ziel, vielen Dank. Diese Früchte, die es im Laden gibt. Die haben ja noch nie eine Sonne gesehen. Die haben nicht mehr wirklich Vitamine. Man muss das selber anbauen. Im Garten, dann haben die Vitamine. Das heißt, selbst wenn ihr euch mit vielen Früchten ernährt, die ihr im normalen Standard-Supermarkt oder Discounter holt, habt ihr nicht genug Vitamine im Körper. Das merkt man aber erst, wenn man sich mal richtig Vitamine hineinpfeift. Geht ab wie eine Rakete. Dann nehme ich meistens noch B12 und B6. K2, D3, C-Zink-E, Selen, Kohlensäure und Magnesium. Das pfeife ich mir fast jeden Tag rein. Ich mag deine Social Eatings, ja. Die mag jeder, aber die Leute sind nicht um diese Uhrzeit wach. Das finde ich scheiße. Aber ich lade es extra auf meinen Drittkanal hoch. Und werde es verlinken bis zum Erbrechen und auch auf meinem Zweitkanal Werbung dafür machen. Damit sich das die Leute dort auch angucken. Das ist ja schon fast eine eigene Er-Ist-Playlist, bloß halt live und länger. Apfelmark. Sehr gesund. Das ist ein wahres Frühstück. Wohlgemerkt, Bio-Apfelmark. Deutlich saurer als das Birnenmark, was ich immer esse. Also Delphi ist entschuldigt, er ist auf dem Weg zu mir, ja. Aber dadurch muss er es 10-mal nachträglich bei dir dann gucken. Noch besser wäre, ihr streamt live und ihr streamt dieses Video von mir. Das wäre geil. So wie es UFO manchmal gemacht hat, wenn er meine Videos streamt. Ende der ganzen Welt zeigen. Wie euer Führer ist. Ach, das ist sauer. Hätten Sie, werden Sie ihm ausrichten, ja. Als hätten Sie eine Zitrone reingemacht. Oh. Und in einem völlig verdreckten Glas trinke ich Hagebuttentee. Bei Maidein gibt es auch Hagebuttentee mit Hibiskus. Ach ja, und das Allerschönste, ich kann es nur nochmal erwähnen. Bei Maidein kann man vegetarische Mühlensalami und vegetarische Mühlenschnitzel Cordon Bleu bestellen. Ist von der Verpackung und Umweltschutz her nicht zu empfehlen. Das bin wahnsinnig geworden. Holy! Deine Screenshots sind super geworden. Danke, Tienchen. Ja, sieht cool aus, diese Stahlarmierung, oder? Ich werde gleich anfangen und dann Spikes drauf machen. Und dann freue ich mich auf die nächste Blutnacht. Die Zombies tun mir jetzt schon leid. Was ich sagen wollte. Jetzt habe ich einen Hänger. Genau, das gilt noch für dich an meinem Zweitkanal. Da wollte ich noch den Vlog gleich draus machen. Umwelttechnisch gefrorene Dinge zu bestellen oder gekühlte Dinge zu bestellen, Katastrophe. Die liefern dir einen riesigen Karton mit jeweils zwei, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, Styroporgefäße. Kennt ihr so eine Plastiktür-Kühltragetasche? Hatten wir früher in den 18, 19ern.
Da hat man Kürbis reingemacht. Wo oben so ein Deckel ist. Sowas aus Styropor mit Trockeneis drin, minus 70 Grad, das hat gedampft. Durfte man nicht reinfassen, durfte, konnte man sich Hände verbrühen. Erfrieren. Also, ich lese Chat gleich weiter, ich muss nur meine Sätze zu Ende führen. Das Ding ist, also da kann man sich wirklich die Hände verbrennen an der Kälte. Und du hast dann Verpackungsmüll, Styropor ohne Ende. Du hast Verpackungsmüll, Plasteluftpolster, du hast Verpackungsmüll, Eis und Trockeneis. Bei den Kühldinger machen sie normales Eis rein, bei den Gefrierdinger machen sie Trockeneis rein. Du hast Pappschlängenpolster, du hast Pappkartons. Meine blaue Tonne war schon nach der ersten Maitai-Lieferung voll. Jetzt weiß ich nicht mehr, wohin mit dem ganzen Pappmüll. Also Verpackungsmaterial ist eine Katastrophe. Auch wenn man es recyceln kann. Holy, hast du was Sinnvolles geschrieben? Kardeng. Genau, Holy sagt, es das heißt Kardeng. Er hat so seine eigene Sprache. Oh ja, quäl sie richtig, die bösen Zombies. Jupp. Ich werde mich an ihn rächen, das habe ich doch angekündigt. Das verzeih ich dir nie, dass sie meine sechs, sieben Kisten auf einen Schlag, also eine oben und sechs unten, auf einmal eingerissen haben. Extreme Kälte fühlt sich interessanterweise genauso an wie extreme Kälte. Du meinst Hitze, ja. Ich weiß. Aber ich habe das Schild ignoriert und es einfach angefasst. Weil ich habe mich schon öfters an der Kälte aua gemacht. Zum Beispiel, wenn ich meinen Spinat aus dem Kühlschrank hole und den zu lange in der Hand halte, ist das auch sehr aua. Räch dich für meine Tote bitte gleich mit. Das mache ich. Und ich räche mich für jeden Tod, jeden Mitspielers auf diesem Server. Weil an der Oberfläche werde ich jede Menge Spikes aufbauen und an der Unterfläche, auf meinem Dach, auf meinen drei schichtigen Betondach werde ich jede Menge Spikes machen. Das heißt, die Zombies müssen durch Spikes, durch Erde, durch Spikes, durch drei Schichten Beton. Ihr könnt alle zur Blutnacht sich in meinem Bunker verstecken. Gefrierbrand nennt man das. Ja, ich weiß, Spinat. Lecker, Holy, ne? Ich liebe Spinat. Ich musste mir in meiner Kindheit immer anhören im Fernsehen, dass Kinder keinen Spinat mögen. Ich kann das nicht nachvollziehen, ich könnte baden. Spinat schmeckt roh, schmeckt gekocht, mit Rahm, mit Salz, mit Zucker. Danke, C, du bist der Beste und dann schreibst du Pfui. Ein Widerspruch in sich ist das. Ja. Spinat ist lieb. Igitt, Grünkohl! Das bin ich in meiner Kindheit in der Schule gezwungen worden zu fressen, da habe ich mich fast bekotzt. Da kann man auch Schuhkarton fressen. Nee, Grünkohl geht gar nicht. Das war eklig. Vielleicht geht's ja roh, aber ich kocht gar nicht damals. Nee, Grünkohl war sehr eklig. Irgendwelches Fleisch und Knochen drin und oh, ekelhaft. Sowas Menschen als Nahrung vorzusetzen. Gesunder Hagebutten, den 0 Kalorien. Gesundes Bio-Apfelmark von Basic, 49 Kalorien. Auf 100. 360 sind immer so ein Glas, Kleinglas drin, das sind so knappe 200 Kalorien, die ich mir zum Frühstück reinpfeife. Ich wurde zu Spinatessen gezwungen. Dann hast du natürlich lebenslangen Trauma vor dir, hinter dir. Ne? So wie ich in meiner Kindheit gezwungen bin, Grünkohl zu essen. Aber 99% der Fälle schon gar nicht zu Hause habe ich mich zwingen lassen. Das war noch diese DDR-Kindergarten-Zwangsverordnung. Da haben sie mich auch gezwungen, Grießbrei zu essen. Wurde ich auch Fan von. Grießbrei mit roter Soße und Kirschen gab es im Kindergarten. Und ich habe dann halt immer Grießbrei und Himbeersirup zu Hause gefressen. Ich kann übrigens jede Art von Grießbrei. Ich kann Grießbrei so dick machen, dass du Würfel schneiden kannst oder so flüssig. Manche mögen ihn flüssig. Meine Freundin mag den zum Beispiel flüssig. Da habe ich ihn mal sehr flüssig zubereitet. Aber ich mag Grießbrei lieber in Würfel, wenn es eine Gummikonsistenz hat. Ich kann Grießbrei auf jede Art und Weise kochen. Grießbrei, lieber Milchreis. Ah, oh, geht so. Hat mir persönlich zu viel Kalorien. Also ich mache da einmal durch die Milch, kommt da kiloweise Kalorien dran und dann nochmal durch den Zucker, den ich mir zusätzlich oben drauf klatsche. Also ich streue da richtig schichtweise Zucker drauf und deswegen hat Milchreis für mich zu viele Kalorien. Im Vergleich zum Grießbrei, wo ich mehr auf den Milchgeschmack stehe und nur sehr wenig Zucker dran mache. Die sagen, 6 fucking Esslöffel soll man Zucker an Grießbrei machen. Das ist viel zu süß. 3 reichen. Noch nicht mal gehäufte. Habe ich für mich selber herausgefunden. Kannst nicht auf die Zutatenliste achten. Aber die Mengenangabe, Grießbrei zu Milch. 100 Gramm Grießbrei auf 1 Liter Milch. Das passt einigermaßen. Und manchmal ein bisschen mehr dran, wenn es dicker werden soll und weniger, wenn es weniger werden soll. Ich lasse es nicht ganz so lange ziehen, wenn es flüssiger werden soll. Ich esse aber nichts Süßes mehr seit ca. 3 Jahren. Glaube ich, kann ich nicht zeitrechnen. Kann nicht zeitrechnen. Okay, Holy.
Das habe ich nur einmal ein ganzes Jahr in meinem Leben geschafft, kein Süßes zu essen. Das ist ja meine Hauptdroge. Wie für andere Zigaretten. Das hat ja nichts mit Nahrung zu tun. Umwelt zuliebe muss man das Glas komplett leer machen. Ne? Wo ist eigentlich Ufo? Weckt ihn auf! Also Verpackungsmaterial, also entweder ich bestelle Unmengen gefriert, da lohnt sich diese riesigen Behälter, muss ich das vorstellen. So ein Behälter, ja? So ein riesiger Behälter und dann nur zweimal Spinat drin gefroren. Das war lächerlich. Also wenn man 10 bis 20 Mal bestellt, da lohnt sich's. Auch der Verpackungsmüll. Aber ich habe ja nur eine Testmenge geholt, um zu gucken, wie man es überhaupt verpackt wird, wenn man gefriertes kriegt. Gefrorenes. Das war überhaupt keine Überwindung. Ich mag es einfach nicht mehr. Ja, das. Auch solche Zustände kenne ich. Nur hat nicht unbedingt was Süßes. Schläft bestimmt. Ja, jemand ins rote Telefon und ruf ihn an. Kennt ihr die Superhelden-Telefone aus die unverbesserlichen. Die unglaublichen Teil 2. Das fand ich geil. Ja, auch ihre Anruftelefone, so wie der Präsident sein rotes Telefon hat, um Notstand auszurufen. Beziehungsweise die Armee hat ein rotes Telefon, um den Präsidenten immer zu erreichen. Hab ich nie gesehen. Ja, dann wird Zeit. Hast du Teil 1 schon gesehen? Den fand ich noch besser. Wie der Dicke sah, sich in seinen Anzug gequält hat, nicht reinkam. Der Film war wirklich ziemlich gut. Ja, die unglaublichen Filme sind gar nicht so schlecht. Auch wenn ich vor 10 Jahren es besser fand als heute. Heute ist das nicht mehr ganz so mein Fall, diese Art von Film. Aber der Humor ist schon okay. Ich kann mich halt nur an Teil 1 erinnern. Das ist halt meine Lieblingsstelle, wo er nicht in den Anzug reinkommt, weil er in die Jahre gekommen ist und zu fett geworden, der Superheld. Meine Kamera ruckt schon wieder. Egal, wenn sie jetzt stehen bleibt, bleibt sie stehen. Ihr müsst mich eh mehr hören. Ich bin eher ein Talent im Hören, die Leute. Es gibt ja Leute, die hören mich im Wald mit Ohrstecker. Auf dem iPod-Handy oder so was. Weil ich eigentlich ein Hörmensch bin. Ich sollte Podcasts machen. Ach, ich liebe diese Kamera. Kaufen Sie keine HD-Kamera von Logitech. Die Nicht-HD-Kameras sind genial von Logitech. Die läuft und läuft und läuft mit dem kleinsten Strom. Aber die HD-Kameras von Logitech sind der letzte Dreck. Ich habe keinen der Teile gesehen. Sofort nachholen. Hab ich schon Man and Chicken empfohlen? Nein, hast du nicht. Von dem Macher von Adams Äpfel? Kenne ich nicht. Mit Mads Mikkelsen? Noch nie gehört. Gleich Tex-Rex Ei ausbrüten. Okay. Tex-Rex. Holy, ist das eine Fantasie, die du gerade ausgedacht hast? Holy, gib mal Ausrufezeichen Holy ein. Das würde noch passen zum Abschluss des Streams. Dänische Komödie, okay. Da steht er. Das ist der Moment, wo er ins Spiel kommt. Heiliges Eichhörnchen von Squirrel. Ah ja. Abschluss? Ja, ich mache jetzt Social Eating beenden und starte 7 Days. Mache mein Streamboard aus. Ach, jetzt ist die Kamera wieder. Leck mich am Arsch. Das war die HD-Kamera, die Full-HD-Kamera und die normale 720p-Kamera. Hier. Die läuft und läuft und läuft. Ist übrigens die beste Kamera im Universum. Logitech C270. Die hat ein glasklares Bild, schärfer als die Full-HD-Kameras und niemals Stromversorgungsprobleme. Frozen. Was ist mit Frozen? Also, ich werde mir jetzt kurz Hände waschen gehen, dann den Titel ändern. Dann den Stream neu starten. Ich weiß nicht, ob ich Social Eating so lange anlassen sollte. Oder ob ich Social Eating ausmache und dann gehe. Ich werde doch nicht gleich wieder abhauen, wenn ich mal 5 Minuten offline bin. Habe ich schon mal empfohlen. C plus Sync plus E. Moment, warum muss? Da muss ich es reinhalten. Ja. So. Ne, werd ja auf dich warten. Ich kann Kati rein auf Steam empfehlen. Wenn das wieder sowas ist wie dieses andere 2D-Game, wo ich anderen verreckt bin, hab komplett den Namen vergessen. Volker der Viking. Dann will ich solche Empfehlungen nicht mehr, Holy. Will ich überhaupt nicht haben.
Adventure. Mal gucken. Ich bin total. Point and Click ist nicht schlecht. Habe ich mal eins auf dem Nintendo DS gespielt. Please Another Code oder so. Ich mag die Geräusche. In meinen Tabletten. C plus Zink plus E macht wacher als Kaffee. C plus Zink plus E macht wacher als Kaffee. Neue Werbeslogan von Kweißer Pharma. Doppelherz. Kaufen Sie jetzt. Ach, ich liebe Werbung zu parodieren. Ich hoffe, Twitch sieht das nicht als Werbung an oder so ein Blödsinn. Okay. Ich bin da mal 2 Minuten offline. Ich mal meinen Tee zu Ende trinken. Hagebutten-D. 0 Kalorien. Was gibt's Besseres? Nichts. Okay, ich mache den Stream jetzt aus. Spielst du heute mit Cam? Weiß ich noch gar nicht. Mal gucken. Ich mache den Stream jetzt aus und in 5 Minuten starte ich ihn wieder. Wir haben jetzt 11:42 Uhr, Windows 7 Internetzeit. Bis gleich.